Hallo und herzlich willkommen zum Mystery Loom. Und zwar fangen wir an, indem wir einfach unseren Loom erstmal so vorbereiten. Die mittlere Reihe habe ich entfernt, wie ihr seht, dass wir nur noch zwei haben. Und zwar zeigen die geöffneten Seiten sozusagen wie ein Kreis ringsrum. Also hier zeigen sie jetzt beispielsweise nach rechts die geöffneten Seiten der Pins. Und hier hinten geht es rum, da zeigen sie dann nach links. So, wie fangen wir an? Wir nehmen uns die erste Farbe. Ich fange mal an mit ganz dunkelblau. Und werde jetzt erstmal X machen. Das heißt, ihr habt es gerade gesehen, ich habe es einmal gedreht, das Gummiband in sich, nochmal hier langsam einfach drehen, ja? Und das Ganze jetzt noch ein paar Mal. Jetzt hier weiter. Wir können es auch wieder von unten machen. So, dann wieder drum. Loslassen. Das gleiche dann wieder hier. Und zwar da ein bisschen gleich nochmal ein bisschen tiefer ansetzen. Das macht es dann im folgenden Verlauf einfacher. Und dann geht es wieder so weiter. Ja, auch schon mal ein bisschen nach unten. So, dann haben wir jetzt hier gleich 5 Pins voll. Und nach 5 Pins machen wir erstmal eine Lücke. So, ich lasse jetzt diese 2 Pins aus. Ja, jetzt haben wir 5. 5 haben wir jetzt benutzt sozusagen. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt lasse ich die 2 aus und habe dann hier wieder 1, 2, 3, 4 und 5. Ja, dann geht das Muster noch einmal von vorne los. Wieder eure 8 über Kreuz. Dass wir dann sozusagen 4 Mittelpunkte auf jeder Seite haben. Dann haben wir das soweit schon mal geschafft.